Und damit willkommen bei uns Slender-Video. Slender Shadows Sanatorium. Genau, Slender Shadows, das ist Slenderman's Shadows. Das ist eine neue Reihe von Slenderman-Spielen. 3 Stück an der Zahl und die werden wir jetzt hier nacheinander mal testen für euch. Was einen da so erwartet, das Spielprinzip ist dasselbe. Der Slenderman verfolgt uns und er darf uns nicht erwischen. Und hier in diesem Fall sind wir in dem Sanatorium und wir schauen uns mal, was uns hier so erwartet. Und zwar also hier hinter uns sehen wir einen Aufzug, durch den wir wahrscheinlich gekommen sind. Aber hier sieht es sehr düster aus. Also im Gegensatz zu Elementary sieht es hier wirklich sehr düster aus. Ich laufe hier einfach mal ohne Taschenlampe rum. Ich denke, das probiert das hier erstmal nicht. Also hier sieht richtig nach Gefängnis aus. Genau. Also nicht, dass ich schon mal drin gewesen wäre, aber... Nein! Ja, das ist Julians zweite Heimat, das Gefängnis. Und wir müssen hier auch wieder 8 Seiten einsammeln. Und die müssen wir jetzt sorgsam hier suchen im Gebäude, Julian. Julian spielt momentan, also ich kommentiere jetzt nur mit. Und Julian kann sich auf das Spiel ganz einlassen. Ja, also das Spiel ist jetzt nicht gerade ganz ohne so, ja, hier haben wir schönes Waschpulver hier. 100% Sutz. Ja, Sutz halt, ja. Kennt man ja alle hier, Sutz, ja. Benutze ich immer. Und genau. Warmus Sutz, also sehr interessant. Kauft dieses Waschmittel. Sehr geil. Und hier haben wir ein paar Klamotten liegen, einen Hundekorb oder einen Wäschekorb. Man kann sehen, wie man will. Und ja, es scheint ziemlich groß zu sein hier. Und es sieht alles gleich aus. Das ist vor allem auch das Schwierige hier, dass wirklich alles gleich aussieht. What the fuck ist das? Aber Slenderman, von dem habe ich jetzt noch nichts gesehen hier. Also. Ja, wir müssen hier nochmal suchen. Wir müssen jetzt mal Seiten suchen. Los. Ja, ich suche Seiten. Lauf schneller. Da ist eine. Was steht da drauf? Stairs into your soul. Wie kann ich es einsammeln? Auf F, oder? Okay. Wir machen jetzt hier einfach hier mal die Taschenlampe aus. Müssen sie aber wieder anmachen. Ohne Taschenlampe ist natürlich gleich deutlich gruseliger. Und jetzt schlägt auch schon wieder dieser, oder man hört auch schon wieder diesen bekannten Herzschlag-Rhythmus hier im Hintergrund. Boom, boom. Ach du Scheiße, was ist da vorne? Boom, boom. Ich rechne mit einer Leiche. Das sieht aus wie ein Riesenpenis. Du also, und deine Fantasien. Nee, das ist ein Löwe, oder? Ein Lion. Ein Lion. Ein Lion. Achtung. Der was steht dort? Line. Was steht dort? Was steht dort? Vor dem Lion? Ja. With our thoughts, we create our world. Also mit unseren Gedanken erschaffen wir unsere Welt, oder? Ist das eine Scientology-Welt? Ja, so Scientology-mäßig hier vielleicht. Und hier ist da ist wieder ein Zettel. Ist er hinter dir? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Took my girl, now coming for me. Leck mich doch, ey. Wieso zocke ich das überhaupt, ey? Ich hab da eigentlich gar keinen Bock drauf, dass der Typ jetzt irgendwo hinter mir steht oder so. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so, ich kann Horrorspiele oder Horrorfilme kann ich eigentlich anschauen, ohne dass ich irgendwie Schiss krieg. Och, nee, da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Oh, nee, oh, Toilette. Nein, da steht er, da steht er, da steht er. Geh in die Toilette, geh in die Toilette! Nein, ich muss da langlaufen, nicht lange. Ich laufe einfach wieder lang. Der kriegt mich nicht, der Arsch. Geh doch zurück in die Toilette. Nein, in die Toilette komme ich nicht mehr raus. Doch, da kommst du bestimmt wieder raus. Nein. Ja komm, versuch es wert. Nein. Nicht. Ich sterbe. Ja, aber du gehst jetzt wieder ich zurück. Sterb. Dann geh doch wieder in einen von diesen Räumen neben den Toiletten. Nein. Da hinten ist so bestimmt. Also jedenfalls bei Horrorfilmen kann ich wirklich anschauen, eigentlich ohne jetzt irgendwie groß Schiss zu kriegen. Aber bei Horrorspielen, sorry, aber da hört's auf. Sowas wie Slenderman, was einen dann wirklich so auf der Psycho-Linie voll erwischt.
okay. Oh Mann. Also da war er jetzt schon, Leute. Also ihr habt ihn gesehen. Es gibt ihn wirklich, ja. Der Mythos ist echt, ja. Es gibt den Slender. Fuck, Alter. Alter, geh, dreh dich um, du darfst ihn noch nicht anschauen. Ich guck ihn aber gerne an. Jetzt gehen die an, geh doch dorthin, da ist bestimmt ein Zettel. Da komm ich wieder raus. Buba, da gibt's Trinken. Alle, dort. Lecker, lecker trinken. Oh Mann, ey. Alter, fuck, ey. Also da zieht's mir echt die Socken runter, ey. Ja. What the fuck, wo ist er jetzt? Da steht und da jetzt. Das Allerschlimmste irgendwo. Ist dann immer, wenn man dann irgendwo steht und einfach nur irgendwo in eine Richtung schaut oder irgendwas anschaut sich in einem Spiel und dann dreht man sich um und der steht hinter einem. Das ist einfach brutal. Also das war im normalen Slender schon öfters so. Alter, also mein Puls ist gerade richtig gestiegen, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Ich bin jetzt irgendwie hier die Pussy und mach nicht mehr mit. Wagge, wagge! Ah, fick dich, Alter! Oh Mann. Ja, ich hab grad. Nein, da hinten steht er. Da hinten ist er, Alter. Oh, ich hab echt keinen Bock mehr auf den. Nein, mal da hinten steht er immer noch. Geh, wir müssen die Seiten auch noch einsammeln. Wir haben gerade mal eine Seite. Wir haben zwei Seiten. Wir müssen jetzt mal. Dort ist einer. An dem Schrank. Nein, das ist kein. Das doch, das ist bestimmt einer. Die zählt nicht. Weil in dem Raum, geh in den Raum rein. Ich will nicht in den Raum reingehen. Doch, jetzt geh in die ich Toilette. Ich komm da nicht mehr raus. Komm, geh in die Toilette. Ich geh da jetzt durch. No risk, no fun. Ich geh jetzt da jetzt raus. Ich geh jetzt hier durch. Jetzt schau doch in dem Raum, ob da eine ist. Da ist nix. Jetzt nach links. Komm bitte in die Toilette. Nein, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Nein, gar nicht. Du kommst nein. Raus. Dann zock du davor, weiter. Da vorne, also dann beim nächsten Versuch. Da ist. Nein, da ist er. Renn in die Toilette rein. Nein, ich renne es da wieder durch. Alter, wieso scheiße. Wieso nicht in die Toilette jetzt? Ja, weil ich da drin sterb, Mann. Ich komm da nicht mehr daran wieder raus. Nein, dort steht er jetzt doch auch. Nee, komm da nicht. Ich steh da nicht. Guck. Schau mal, Alter, schau. Da steht da hinter mir. Wenn du in die Toilette gegangen wärst, dann wäre er nicht dort. Natürlich wäre er da gewesen, Mann. Alter, ey, fick das Game, ey. Alter, da kriegst du, da rollst du echt die Fußnägel, Alter. Also, ich muss fuck, sagen. Fuck, ich hab grad richtig Stromschlag im Körper, ey, Alter. Wow! Fuck! Oh, woher kommt der? Der stand genau hinter mir! Oh. Alter, Leute, ihr hättet Julian grad sehen müssen, Alter, wie er abgegangen ist, ganz ehrlich. Fuck. Es war abartig. Alter. Ich würde sagen, jetzt zock ich. Ja. Also, wir machen so zwei Versuche immer. Boah. Fucking shit, Alter. Ey, Leute. Ey, Leute, ihr glaubt's nicht, ey. Wie krank. Also, es ist wirklich abartig und richtig wir machen crank shit, ey. Wir machen jetzt noch einen zweiten Versuch. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Folge gehen wird, aber wir versuchen es jetzt einfach mal noch. Ah, ich hab voll die schwitzigen Hände jetzt, Alter. Alter, fuck, ey. Und du Pisser, erschreckst mich noch. Alter. So, und jetzt hier der zweite Versuch. Julian wurde gerade vom Slenderman erwischt, aber ich weiß nicht, wieso stand er auf einmal neben, hinter dir? Weil ich zwei seiner Coaches gekriegt habe. Der war richtig angepisst, das war. Der war richtig, also. Ich hab mich jetzt auch leicht wieder beruhigt, also, ja. Also ich werde jetzt auf jeden Fall in die Toiletten gehen, ja. Weil ich glaube nicht, dass ich das Game schaffe, weil ich schaff's eh nicht, die 8 Seiten einzusammeln, aber wir wollen euch ja möglichst viel wenigstens zeigen. Ihr könnt dann auch mal in die Kommentare schreiben, wie oder welches. Ich kauf mir Brot dahinter hinter. Brot, gell? Brot. Ja, hier kann man Brot verkaufen oder Gemüse. Nein, das ist Gemüse. Bargainman, Superstar. Okay, will ich jetzt aber auch gar nicht schauen, ey. Wenn ich da schaue, dann steht er gleich hinter mir. Also ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. So, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welches Slenderman ihr am besten findet, wenn wir die dreimal gemacht haben. Oder auch jetzt schon natürlich, wenn ihr das so gut findet. Oder findet ihr Slender überhaupt gut? Ich meine. An alle Slender-Hater, ihr braucht jetzt nicht unsere Kommentare zu spammen. Slender ist scheiße. Also. Nowhere to run. Nowhere to run, nowhere to hide. Okay.
Jetzt, oh nein, ey, das ist echt schlimm und ich finde sogar das Herzklopfen, das ist in Sanatorium hier noch viel schlimmer als im normalen Slender. Schlimmer ist es nicht, aber es ist einfach, sagen wir mal, man hört es intensiv durch die Reihen. Wow, da steht er. Alter, also in dem Spiel ist er ziemlich aggressiv. Ja, muss ich auch sagen, es ist... Ja, wow! Er ist 100-mal aggressiver als im anderen. Und steht er bestimmt wieder da. Also, glaub auch, dass es hier einfach viel gruseliger ist, weil... Wenn ich mit einer Taschenlampe rumspiele, neben dem PC. Weil in im normalen Slender, da hat man halt einfach mehr... man ist einfach offener, also man hat mehr Platz irgendwie. Der Wald ist ja eine offene Fläche. Out of sight, not out of mind. Oh Mann, ich glaube, ich schaff's gar nicht ins Klo. Ich find's nämlich gerade gar nicht. Und 100 pro steht er jetzt dann da gleich. Also. Und ich mach's natürlich auch noch gruseliger, indem ich hier mit der Taschenlampe hier etwas in ihrem PC rumfacke. Und dass da die Taschenlampe so flackern lasse. Dass du dann natürlich auch noch hier den Spielreiz an. Komm, ich mach mal die Dings aus, die Taschenlampe. Dann sieht er uns vielleicht nicht so schnell. Oh Mann, hör auf. Da vorne ist das Klo, oder? Ich wollte nur mal kurz gucken, ob alle wach sind oder ist hier die halbe. Hier ist das Klo. Horde eingeschlafen ist. Ja, guck, da kann man wirklich raus. Siehst du? Wirklich ein Zettel, Alter. Da ist ein Zettel, ich wusste doch. Du hattest recht, ja, komm. Vibe. It came from the forest. Vibe muss mir immer recht geben, ja, Max. Wow. Nein, nicht da lang gehen, geh da lang. Hört ihr das an? Jetzt geh da nach rechts, du. Jetzt stehen hinter dir, oder? Ja, gleich, ey. Du willst ihn drauf paschen. Hörst du das Geräusch? Hörst du das Geräusch? Ja, ich hasse das Geräusch. Ich hasse dieses Klavier. Dieses Bum Bum. Ist da ein Zettel drin oder waren wir da falsch? Guck mal nach rechts. Da ist wieder ein Zettel. Took my girl. Now coming. Wow! Fuck! Da steht er! Alter, dieser Sound, er ist unglaublich schlimm, dieser Sound. Ich stelle jetzt gleich wieder hin, was Game aufhört. Wie viel Pages haben wir? 4 von 8, gell? Ja, 4. Also 4 von 8, das schaffe ich eigentlich im normalen Slender auch des öfteren mal. Oder ich hab's jetzt, ja, also ein paar Mal habe ich schon gesagt. Geh nach rechts, oder? Ja, ich gehe immer ganz dunkel. Aber die Taschenlampe versagt auch nach einiger Zeit. Aber ich glaube, das erlebe ich gar nicht mehr mit, weil davor werde ich sterben. Ja, irgendwie, also desto mehr man redet, desto... Desto mehr man mit der Taschenlampe flackert. Hör mal auf, Mensch! Also wir sitzen ja gerade im dunklen Zimmer. Nur die Beleuchtung von meinem PC bringt hier noch ein bisschen so blaues Licht in den Raum, aber das ist eigentlich nicht wirklich besser. Und das Fenster ist auch noch auf. Also. Oh mein Gott, 70 Frames, 61 Frames, 59 Frames, 60 Frames. 60 Frames, 59 Frames, 60 Frames. Wo ist er? Also es gibt wirklich eine lange Folge. Wow! Ja. Ach du Scheiße, Mensch. Da stand er. Ich hasse das. Gleich steht er hinter uns. Lauf jetzt! Er kommt immer näher. Er kommt mit jedem Mal, wie man ihn anschaut, näher. Hä? Was hast du? Hast Probleme oder so? Ja, jetzt hör auf, der Bildschirm. Hast Probleme? Hast Probleme? Wow, er kommt immer näher, schau, und jetzt ist es nämlich so, egal wo ich jetzt hingehe. Jetzt geh links. Ja genau, geh da durch. Da steht er. Nee, steht er nicht. Lauf jetzt. Da steht er, er steht da 100 pro. Steht er links steht er. Nein, steht er nicht. Er steht da 100 pro. Auf jeden Fall steht er hinter dir, ist aber klar. Jetzt dreh um. Er wird gleich kommen, Alter. Ja, jetzt komm, dreh die Musik nicht leise. Nein, Mann, nicht, aber nicht lauter.
Es war, es war, okay, 12. Okay. Nein, Mann, fuck. Da steht er. Ey, ich sag immer nein, Mann, fuck. Das ist eigentlich mein Spruch. Das ist auch das Einzige, was ich da in so einer Situation sagen kann, weil ich kann. Das ist wirklich Stress, das Spiel. Das ist wirklich Stress. Ich stell mir das gerade so vor, so Banküberfall, Max richtig Knarre an den Kopf gehalten und so. Alter, fuck. Nein, Mann, fuck. Hör auf. Nein, Mann, fuck. Es ist nein, nicht in die Toilette gehen. Da hinter dir ist ein Schandakasten. Wo? In dem Teil, wo du gerade durchgelaufen bist, der Schandakasten. Echt? Ja, der Schandakasten. Dann, hier ist ein Zettel, hier ist ein Zettel. 5 von 8 Pages hier müssen hier die Uhr brauchen. No one survives. Hier hat er dich letztes Mal erwischt. Jetzt kommt noch dieses blöde Geräusch dazu. Alter, ich hasse es. Ich hasse es. Nein! Boah! Lauf, lauf, lauf einfach, lauf. Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Gesehen, ja. Boah! Okay. Jetzt. Also jetzt habe ich mich gar nicht mehr so erschreckt. Also Slenderman, muss ich sagen, ist ein richtig hässlicher Bengel. Ja, er ist wirklich schlimm und... Also wenn du so aussiehst wie der Slenderman, dann geh im Wald dein Gesicht vergrabe. Also ohne Scheiße, ey. Ja, also das war's dieses Mal vom Slenderman. Und ich hoffe mal, er steht jetzt nicht hinter uns. Wow!